Hallo zusammen zum weiteren Teil 70 Kubik Airsal Porting. Das ist jetzt ein Kundenauftrag, das ist sozusagen Teil 2 Video. Da habe ich eine neue HK-Kopplung dazu bekommen. Also, das habe ich auch im ersten Teil schon gezeigt. Und hier mit dieser Waage hier habe ich jetzt Backen gewogen. Und was ich auch festgestellt ist, dass das ist jetzt noch eine originale Surflex 3-Backen-Kupplung. Die kommt ja bei meinem Motor drin, beim 70 Kubik Athena-Motor kommt die drin, aber mit HK-Kupplungsbeleg. Und jetzt, wenn ich so einen originalen Surflex-Beleg drauf tue, sind das knappe 90 Gramm, die so ein Beleg wiegt. Und jetzt habe ich hier einen originalen HK-Kupplungsbelag, einfach ohne die Schraube hier. Das ist die Schraube hier, das ist ja, wenn sie auskoppelt, wie weit dass sie zurückgeht. Das kann man dort einstellen. Und die wiegt 63,5 Gramm, also fast 63,6 Gramm wiegt so ein HK-Kupplungsbelag. Das sind also rund 25 Gramm leichter als so eine hier. Und das macht auch einen Unterschied, warum die Surflex-Federn, die man hier kaufen kann, nicht so viel ausmachen. Ich meine, 25 Gramm mehr oder weniger haben, Kupplungsbelag ist viel Unterschied. Das heisst, es macht schon Sinn, dass wenn man eine Surflex 3-Backen-Kupplung hat und keine 200 Franken für eine neue HK ausgeben kann, kann man für 90 Franken so Kupplungsbacken kaufen. Und dann hat man schon leichtere Kupplungsbacken und man kann sie mit den gleichen Surflex-Federn betreiben. Also die grauen, die originalen, die blauen, die gelben und die roten kann man auch hier einbauen. Und man hat deutliche Unterschiede, was die Einkuppeldrehzahl vor Kupplung betrifft, weil einfach die Beläge, also die Backen 25 Gramm, also über 25 Gramm, leichter sind als vor Surflex-Kupplung. Und dann gibt es natürlich noch Surflex mit den langen Belägen und die haben zum Teil noch zusätzliches Gewicht dran. Also kann man sich ja vorstellen, was dort noch dabei rauskommt. Darum kommt man bei diesen Surflex-Kupplungen auch nicht auf das gewünschte Ergebnis. Klar hat die HK-Kupplung auch Federn drin und die sind deutlich härter als die man für die Surflex-Kupplung bekommt. Also die sind noch härter als die roten, die man für die Surflex-Kupplung hat. Aber die brauche ich nicht, weil die sind zu hart. Das heisst, es muss einfach zu viel Kraft entstehen, bis die Kupplung mal anhängt. Und dann hängt sie so akrupt an. Ja, viel lieber, wenn man die Backen noch gut erleichtern und dann die weicheren Surflex-Federn rein tun, dann hat man ja genug Auswahl von den originalen zu den blauen, gelben und roten. Und dann hat man genug Auswahl. Da bringt man mit den roten Federn Schlupfwerte von 9000 um 3 her. Und das ist jetzt einfach mal die erste Modifikation, die ich gemacht habe. Und wenn ich das wiege, die ist ja jetzt, die zwei sind relativ gleich schwer gewesen. Die dritte hier, das 3 ist ein bisschen schwerer. Ihr seht, das ist 65 Gramm schwer und das 2 ist 63,5, also 2,5 Gramm leichter. Warte, 1,5 Gramm leichter. Ich weiß zwar auch nicht, wo das 1,5 Gramm herkommt. Und die zwei hier waren relativ gleich schwer gewesen, also bis auf etwa 0,2-0,3 Gramm Unterschied. Und jetzt habe ich hier mit einem 8er-Bohrer und hier mit einem 6er-Bohrer einfach ein Loch gebohrt, also 2. Das habe ich vergrössert, die sind ja hier vorhanden. Und dann komme ich jetzt auf 59,6 Gramm. Also ich habe immerhin 4 Gramm schon rausgeholt, rein nur durch die Löcher. Und dann habe ich sie mit einem noch grösseren Bohrer einfach die Kante ein bisschen gebrochen. Und jetzt übertrage ich die Löcher auf die Backen übertragen. Hier sieht man schon, da habe ich schon ein Pünktchen gemacht, also mit dem Bohrer. Also einfach nichts anderes als die übereinander da und so im Schraubstock eingespannt. Und mit dem 6er Bohrer bin ich da runtergegangen und habe Licht angesetzt. Und dann sehe ich, wo ich das Loch bohren muss. Das mache ich jetzt bei diesem Belag hier auch noch. Ich spanne das so einspannen auf den Schraubstock und dann weiss ich haargenau, wo ich das Loch bohren muss. Und wenn man die schön übereinander legt, das ist ja wirklich, das ist ja irgendwie
rausgeschnitten worden oder so. Ich weiß nicht genau, wie die hergestellt werden, aber die sind wirklich genau gleiche Form. So, wenn man das so anschaut, ist wirklich genau die gleiche Form. Und wenn ich jetzt das so eingespannt habe, kann ich wirklich schön hier oben mit dem Sechserbohrer, der zentriert sich ja in diesem Loch, weil ich ja mit dem Sechserbohrer auch das Loch hier gemacht habe, kann ich schön ansetzen und mit dem Spitz vom Bohrer sozusagen mit dem Spitz hier vorne ganz leicht ansetzen und dann weiss ich genau, wo ich mit einem kleineren Bohrer, ich nehme die hier da, das sind so Spezialbohrer, aber da habe ich halt nur bis zum 5,5er, weil ich es scharf stellen kann. So, die vorne nachher eine Stufe von einem kleineren Bohrer sozusagen. Er tut wie vorbohren und dann tut der 5,5er Querschnitt nachziehen. Und somit bohre ich immer zuerst mit einem feineren vor. Also er ersetzt eigentlich den kleinen Bohrer, weil das ist ein zweistufiger Kopf hier. Und die finde ich super. Und da habe ich nicht mehr so relativ viel von denen, weil die sind ja auch schon recht alt. Recht braucht, aber gute Qualität. Darum tue ich mit dem hier vorbohren und setze dann mit dem Sechser hier. Das ist jetzt ein ganz standardmässiger 6 mm Bohrer, setze ich dann einfach nachher. Und dann habe ich dann mein Loch, das ich möchte haben. Ja, ich spanne jetzt schnell ein, mache da schnell Ansetzung und dann kann ich nachher zeigen, wie ich das mache. So. So tue ich die Schraubstock einspannen. Ich tue etwas dazwischen einklemmen, dass ich nicht mit dem Schraubstock auf der Belagsfläche drücke. Und wenn ich die schön exakt eingespannt habe, dass sie wirklich schön parallel aufeinander sind, kann ich eigentlich mit dem Bohrer hier nichts anderes in das Loch hinein, der zentriert sich nach. Und dann tue ich ganz leicht ansetzen, mache ein paar Sekunden lang, tue ich ihn so laufen und dann kann ich das wieder wegnehmen. Und dann habe ich eigentlich das Pünktchen, das ich genau mit dem kleineren Bohrer vorbohren kann. Und dann habe ich das exakt an der gleichen Stelle, wie ich das hier gemacht habe, bei dem. Also so kann man die Löcher, wenn man zusätzliche drei macht, für dass sie noch leichter werden, ich will sie ja vor allem auf dieser Seite leichter machen, damit die Federn weniger Fliehkraft hat, die auf die Federn wirken, weil das ist ja hier Dreiachs, das die Seite ist ja schwerer, das habe ich ja schon mal erklärt. Und die Seite hier ist von Federn gestützt. Und weil die Seite schwerer ist, will sie auf diesem Weg rausdrehen und nicht hier. Und das ist ja viel leichter als da. Und wenn ich die Federn mehr vorspanne, mag das gegen die Fliehkraft, die gegen das Gewicht hier mehr entgegenwirken. Oder ich mache das hier leichter und somit simuliere ich ja eine härtere Kupplungsfeder. Und die Federn hier, die sind zu hart. Mit denen kann ich zwar einen gewissen Einstellbereich abdecken, ich glaube Minimum kann man da 6.500 oder 7.000 machen und maximal kann man über 10.000 Einkoppeldrehzahlen machen mit diesen Federn, aber so viel brauche ich gar nicht. Ich will weiche Surflex-Federn verbauen, die originalen Surflex-Federn werden hier verbaut, weil das ist eine Kupplung, die im Strassenbetrieb eingesetzt wird und da braucht man nicht so viel Schlupfwerte, weil der Auspuff ist auch nicht wirklich so ein aggressiver Auspuff, der erst ab 5 oder 6'000 Touren in Reso kommt, sondern der setzt etwa schon bei 3 oder 3,5 setzt er langsam ein und dann braucht man eigentlich nur so bis 3,5-4'000 Schlupf und das ist dann schon viel humaner. Aber ich will natürlich auch einen leichten Belag haben, dann kann man immer noch mehr einstellen, auch mit den originalen Surflex-Federn kommt man da auf 6'000-6'500 Einkoppeldrehzahl. Und wenn man die Rote einsetzt, kommt man eben, wie gesagt, auf locker auf 9'000 Einkoppeldrehzahl. Und das reicht längstens. Und dann braucht es eigentlich die harten HK-Federn nicht. So, das ist eigentlich so meine Tuning-Massnahme, die man machen kann. Und jetzt hier, der hier ist die originale Surflex-Kupplungsplatte. Die ist 25 Gramm schwerer als die hier von HK. Es kann sein, dass das hier, da, weil hier ein Loch aus Gewind drinnen ist und alles und da ist schon ein weniger Material vorhanden. Irgendwo sind die 25 Gramm verschwunden. Und ja, wer natürlich 25 Gramm noch einsparen will, weitere 25 Gramm kann natürlich auch noch so eine Platte von der Hackenkupplung suchen tun. Aber die geht hier. Und die Beläge habe ich vorher getestet, die gehen hier drauf. Das ist also kein Problem. Man kann auch eine Surflex-Kupplung locker
und einfach auf HK-Kupplungsbeläge umrüsten. Ja, das ist eigentlich so das, was ich zeigen wollte. Die Tuning-Massnahme ist hier noch nicht ganz fertig. Das mit den Löchern ist schon ein schneller Part, habe ich gesagt, wie das geht, dass das Loch auch wirklich exakt der gleichen Position ist wie hier. Und dann sind die symmetrisch gemacht worden und dann schon die Masse, die sich befindet, überall am gleichen Ort. Also wenn ich ein Loch irgendwo versetzt, an einem anderen Ort her tue, komplett an einem anderen Ort, kann zwar die Kupplungsbacken gleichwohl gleich schwer sein, weil man kann das ja nur statisch messen mit der Waage und dynamisch kann man es ja nicht messen. Das wird relativ schwierig, darum muss man darauf schauen, dass es wirklich exakt gleich gearbeitet wird bei allen Kupplungsbelägen, dass auch die Masse wirklich überall am gleichen Ort ist, weil sonst ist eine Kupplungseinstellung, also von den einzelnen Backen, zwar gleich, aber sie koppeln nicht zur gleichen Zeit ein und dann muss man sie einzeln einstellen und da ist man dann ewig dran. Darum lieber schauen, dass alle gleich schwer sind und dass alle am gleichen Ort die Löcher haben, beziehungsweise die Erleichterung. Und dann ist es natürlich auch viel einfacher, die Kupplung abzustimmen. Was ich noch mache, ist hier beim Spitz, nehme ich auch noch ein bisschen Material fort. Das tue ich aber schleifen. Da habe ich eine Schleifmaschine, dass es da hier so ein bisschen weggeht, dass man noch ein bisschen mehr Gewicht ganz vorne am Spitz fortbekommt. Dort, wo man eigentlich möglichst wenig Gewicht haben will, hat die Schwungmasse. Möglichst viel hier vorne fortnehmen, also hier zu suchen nützt nicht viel, wenn man da viel Gewicht fortnimmt. Wirklich hier vorne ist wichtig und ich kann die Löcher auch nicht näher zueinander setzen, weil hier ist noch ein Gewind, wo ein Schräubchen reinkommt für den Anschlag beim Einkoppeln, also beim Auskoppeln wieder. Das geht da rein und macht, dass die Kupplung hier so einen Anschlagpunkt hat, weil so wäre sie viel zu weit innen und dann, wenn sie einkoppeln, macht es PAM. Die stellst du so ein, dass wirklich knapp, also ja, es ist immer so eingestellt, dass die Belagsfläche auf der Höhe vom Rand vor Kupplungsplatten ist. Aber ich habe gesehen, die Schrauben kann man gar nicht so weit reindrehen. Das ist also jetzt ungefähr so, wie ich es jetzt hier zeige. Ich habe es halb so eingestellt, dass es schön bündig ist. Und bei dieser hier ist es jetzt eher so. Aber es ist auch nicht weiter schlimm. Wichtig ist einfach, dass sie nicht schleift, wenn sie im Kupplungskorb drin ist. In Leerlaufdrehzahl. Sondern dass sie wirklich ausgekoppelt ist. Und das kann man einstellen und mit der Zeit ist ja hier auch Verschleiß drauf und dann wird der Abstand beim ausgekoppelten Zustand zum Kupplungskorb grösser und dann kann man das nachher justieren, damit der Abstand wieder wirklich klein bleibt und dann kann sie auch giftiger anhängen. Also sie kommt nicht so akkrupt rein, sondern wirklich schön flüssig. Das sind so die Unterschiede. Und der Vorteil von HK-Kupplung zu der Surflex, hier hat man einfach einen Puffer sozusagen und der ist einfach fix, den kann man nicht gross verändern und hier kann man es immerhin noch einstellen. Ja, ich mache jetzt da noch ein bisschen weiter. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Material weggeschliffen, das geht relativ schnell, ich habe noch schnell ein neues Schleifpad drauf da und jetzt kann man das schnell weggeben. Jetzt ist von 59,6 auf 56,7, also fast 3 Gramm, sind jetzt weggegangen. Und ich denke, das ist jetzt eigentlich auch schon das Endprodukt, das ich möchte haben. Wenn man das vergleicht zu Original, ist es 63,4 zu 56,7. Also das ist schon, ja 56,6, das ist also schon ein massiver Unterschied. So. Null Eichen. Ja, 56,7 Gramm zu 63,6. Ja, auf jeden Fall ein massiver Unterschied. Und dann ist natürlich, dann sind auch die weicheren Surflex-Federn auch deutlich effektiver, weil weniger Gewicht gegen die Federn drückt. Und dann kommt man auch auf die gewünschten Ergebnisse. Relativ schnell, nur mit Einstellen anhand der Vorspannung hier. Wenn du die Schrauben die drehst rein, dann machst du eine Vorspannung. Wenn sie schön bündig drin ist mit der Kupplungsbacke. So, jetzt muss ich schnell zeigen. Im Prinzip, wenn ich es jetzt so reindrehe,
Ja. Das ist ein bisschen mühsam. Also so, das ist die Grundeinstellung. Und dann kann man von dieser Position aus weiter rein drehen und da hat man noch ungefähr 3 Umgänge oder so in diesem 3 Umgänge hat man noch zur Verfügung für zum Einstellen. Jetzt kommt aber noch der nächste Punkt. Bei der HK-Kupplung ist hier die Mulde relativ tief. Jetzt haben die hier ab Werk so Unterlagsscheibchen drin gehabt, wo ja eigentlich die Fetter macht, dass sie nicht zu weit reingeht und somit kann man die Schlupfwerte auch noch zusätzlich einstellen, wenn das dann so schön bündig hier drauf liegt. Man kann natürlich auch noch mehr Unterlagsscheibchen rein tun oder draussen lassen. Dann hat man so auch noch weitere Einstellmöglichkeiten neben dieser Schraube hier und neben dem Erleichtern von der Backe oder der Härte von der Federn. Also sollten eigentlich keine Wünsche offen sein, was das Einstellen von der Kupplung betrifft. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Video und tschüss.